Chi und es erfüllt Kamil mit Stolz. Aber es gibt auch unter uns Kila jene, die sich nicht als würdig erweisen, ein Tonka zu sein. Nimm darum Kamils Rat an. Ehre, was dir gegeben, bevor jemand anderes es sich nimmt. Was kannst du mir über deinen Stamm erzählen? Gucho möchte mehr wissen über Kila? Gut. Doch ich warne dich, hör Kamil genau zu. Was ich zu erzählen habe, ist wichtig. Begegne meinen Worten mit Respekt oder die Hike werden dich strafen. Uiuiui. Das sind ja harte Anforderungen und Voraussichten. Jetzt schieß schon los. Geduld, Gucho. Du wirst lernen müssen, Kamils Worte zu achten. Wisse, dass wir Kila dem Urteil unseres Chakas und dem Rat des Orakels folgen. Unser Chaka richtet sein Urteil dabei nach dem Gebot der Hike. Sie wachen von der anderen Seite über uns. Okay. Interessant. Und weiter? Wir Tonka sind Krieger und tragen den Kampf in uns. Und die Tufas sind Jäger und lernen noch. Unsere Muleke, die Sammlerinnen, kümmern sich um die Ernte. Und unsere Kiki wirken mächtiges Voodoo. Okay, ich glaube, ich habe genug. Chi, es ist deine Entscheidung. Ja, wie? Wenn ich jetzt eigentlich noch weiterhören wollen würde, wird gar nicht mehr gehen. Toll. Eieiei, diese Ausfallmöglichkeiten hier, echt begrenzt. Erstmal was saufen. Ja, er muss da keinen langen Prozess draus machen und auch keine Show. Hauptsache hier, was er leben. Ein Grill, ne? Ich hab jetzt die Steaks vergessen. Ah, so, die liegen hier, okay. Jo, was geht hier lang? Verdammte Piraten. Schon wieder einer in meinem Dorf. Ich sollte euch von meiner Insel jagen, bevor noch mehr von euch hierher kommen. Vielleicht sollte ich das Reden übernehmen. Mit Eingeborenen kenne ich mich aus. Ich krieg das schon hin. Ich gehöre nicht zu dem Sauhaufen da unten. Unsinn. Zu wem sollst du sonst gehören, so wie du aussiehst? Ich bin Chaka Hiroto, Häuptling und oberster Schamane. Oh, ein Häuptling. Kila. Ich habe hier große Verantwortung und nur wenig Geduld mit euch Herumtreibern, die die Ruhe meines Volkes stören. Von mir habt ihr nichts zu befürchten. Ich brauche eure Hilfe. Ha! Ist das so? Wir haben genug eigene Probleme, Gucho. Unsere Ahnen sind erzürnt und sprechen nicht mehr zu uns. Das Meer und auch unser Dschungel scheinen verrückt geworden zu sein. Zu allem Übel ist da auch noch das Lumpenpack unten am Strand, das uns das Leben schwer macht. Nein, Gucho, wir können dir nicht helfen. Irgendwie geht das bestimmt. Du bist doch ein starker Voodoo-Schamane, oder? Ja, das bin ich. Nur Chani ist noch mächtiger als ich. Chani? Ja, sie ist unsere oberste Kiki. Aber sie ist nicht hier. Sie ist aufgebrochen, um das Orakel zu besänftigen. Eieiei. Emanzipation hier. Was denn? Eine Frau ist mächtiger als du? Das ist ohne Bedeutung. Das Wohl unseres Volkes ist unsere gemeinsame Pflicht. Chani ist in das verbotene Land. Jemand, der die Emanzipation verstanden hat. Nur die Hike wissen, ob sie dort etwas findet, das uns helfen kann. Mein Geist wurde ins Reich der Schatten verbannt. Dann bist du ein Verlorener. Den Toten näher als den Lebenden. So tot bin ich nun auch wieder nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber ich muss doch etwas dagegen tun können. Ich kann deine Wunden heilen und viele andere Zauber wirken. Doch wandelt dein Geist schon im Schattenreich, brauchst du einen mächtigeren Zauberer als mich. Nutze deine verbliebene Zeit für das Gute, Gucho. Mein Waffengefährte Bones sagt, du könntest mir Linderung verschaffen. Bones? Ist er ein Tonka? Nein, aber er hatte auch schon Probleme mit seinem Geist. Doch ein Schamane konnte ihm helfen.
Dann hat er das Herz eines schwarzen Mannes vertilgt. Mit ein bisschen Salz und Pfeffer? Natürlich isst man es nicht roh, Gucho. Schwarze Herzen besitzen ungeheure Lebenskraft, wenn sie gereinigt sind. Ein gereinigtes schwarzes Herz kann dir dein Blut dauerhaft mehren, wenn du es isst. Das macht dich deutlich widerstandsfähiger. Wie reinige ich ein rohes schwarzes Herz? Du brauchst das Herz und ein Totem der Unschuld. Damit kommst du zu mir und ich weihe das rohe Herz den Hike. Dann ist das schwarze Herz rein und du kannst es essen. Moment, erstmal schwang jetzt mal unten an, bevor ich wieder zum Interessanten komme. Was ist das Problem mit den Piraten unten am Strand? Man kann ihnen nicht trauen. Sie wollen, was uns gehört. Nur darum sind sie hierher gekommen. Und wenn sie es haben, ist es verdorben. Wir werden sie unseren Ahnen opfern. Wie verhindere ich, dass du einen Krieg gegen die Piraten anzettelst? Ono, schon bald werden wir sie opfern und die Ahnen selbst werden uns im Kampf beistehen. Denkst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Du irrst. Doch geh. Sprich mit Tenya, unserer Kiki. In ihren Worten liegt die Weisheit, in meinen der Schmerz. Was weiß ein Schamane schon von den Gefahren der Meere? Ich weiß, dass die Geister der Gutschus über die Wasser wüten. Ihre bösen Schiffe bringen den Tod über unser Land. Tja, damit hast du leider recht. Der Dschungel spielt verrückt, sagst du? In den letzten Tagen hatten wir schon viele Verluste zu beklagen. Die Spinnen von Kila verlassen immer öfter ihre Höhlen und töten die Tufas meines Volkes. Daher gehen wir nur noch selten auf die Jagd. Wie bekomme ich ein Totem der Unschuld? Suche dir erst einmal eine Jungfrau und dann... Und dann? Etwas möglichst Einfaches, wenn es geht. Ich sehe schon. Wir müssen bei dir einen unüblichen Weg wählen, Gucho. Am besten, du verwendest die Knochen eines unschuldigen Äffchens für die Reinigung des schwarzen Herzens. Das sollte den gleichen Effekt erzielen wie unsere herkömmliche Methode. Muss ich so ein scheiß Äffchen töten? Wo bekomme ich die Knochen eines unschuldigen Äffchens? Äffchen sind frech, mutig und stellen im Laufe ihres Lebens eine Menge dummes Zeug an. Du musst schon sehr junge Äffchen erwischen, die noch sehr unverdorben sind, damit ihre Knochen etwas taugen. Rund um unser Dorf sind im letzten Monat viele Äffchen. Ja, beim Reinlaufen habe ich mich ein unschuldiges Äffchen gesehen. Sie, oder du gehst zu einem unserer Händler. Irgendjemand wird dir sicher Knochen dieser Art verkaufen können. Erzähl mir mehr über euer Orakel. Die Margolot war die allererste auf dieser Welt und trägt das Wissen von Jahrtausenden in sich. Sie hat die Zeiten überdauert und verfolgt unser Schicksal schon seit unserem Erscheinen auf dieser Erde. Das verbotene Land ist ihre Heimat. Wehe dem, der Margolot herausfordert, also sei gewarnt. Sie ist weise, jedoch unerbittlich, wenn Fremde ihre Ruhe stören. Wo ist dieses verbotene Land? Unerreichbar für dich. Es liegt jenseits des großen Tores im Osten. Der älteste der Tonka bewacht den Zugang. Baraka ist sein Name. Nur er kann das Tor öffnen und er beschützt das verbotene Land vor den Augen der Fremden. Ja, wenn er so alt ist, dann hat er bestimmt auch nicht mehr so viel entgegenzusetzen. Jetzt muss ich erstmal nochmal über die Brücke und mir so ein... Mann. Der Kerl oder die Dame. Ja. Hat auch schon ausgesehen wie so ein Affe. Hier fühle ich mich wie zu Hause. Das ist ja schön. Wer den Eingeborenen Respekt erweist, wird mit Respekt behandelt. Außer sie haben nichts zu essen. Aber das ist eine andere Geschichte. Yippie. Ging ja schnell. Ich habe kein Äffchen getötet. Das war nur eine Einbildung, ne? Sowas mache ich nämlich nicht. Hier, ein Äffchenknochen und ein schwarzes Herz. Reinige es. So sei es, Gucho. Tada.
das war episch. Hier ist ein schwarzes Herz. Danke für deine Hilfe bei der Reinigung von schwarzen Herzen. Wann immer du sie brauchst, komme zu mir. Doch nutze sie für das Gute, Gucho. Denn wisse, schwarze Herzen stärken deinen Körper, jedoch verdunkeln sie deinen Geist. Denke immer daran und verlasse nicht den Pfad der Menschlichkeit. Nur so wirst du am Ende deine Erlösung finden. Ja, ja. Jetzt muss ich mir das mal reinziehen. Benutzbares. Oder Fisch? Achso, ja, das habe ich ja schon, das trainierte Äpfchen. Aber damit irgendwo kriege ich dann entweder so ein riesen maximales Blut plus 10. Das ist aber nicht viel. Ich lieber nochmal die Härte hier. Ja, achso, ja, dann kriege ich irgendwo, wenn ich mich mit diesem Vieh, mit dem Affe irgendwo durchschlage. Irgendwo entweder eine Waffe oder ein Teil für eine Waffe. Zum selber bauen natürlich. So, Moment, wo ging es hier weiter? Erstmal Frau. Oha, Gucho. Ich sehe, dein Geist ist schwach, aber du bist reinen Herzens. Wenn du das sagst? Si. Ich bin Tenya, Kiki der Killer. Es ist mir eine Ehre, Tenya Kiki der Killer. Sei willkommen bei den Killer. Wenn die Ahnen es wollen, wirst du bei uns Hilfe finden. Und was machst du so? Ich bin die Weisheit der Killer. In meinen Träumen verbinde ich unsere Welt und die Welt der Hike. So ging es viele Nächte, Sommer und Winter. Und jetzt sprechen sie nicht mehr zu dir? Sie schweigen. Selbst das Orakel hat uns bisher nicht geholfen. Meine Träume sind dunkel. Und unser Dorf ist dem Untergang geweiht. Trink dir mal einen Rum. Rum macht schwach. Wirklich? Mich heilt er. Zumindest körperlich. Dann nimm dies. Die Gutschuss bringen es. Doch es ist nicht gut für die Killer. Rum. Euer Häuptling scheint die Piraten unten am Strand nicht gerade zu mögen. Sie sind uneins mit der Natur. Von ihren Zungen kommt nichts Gutes. Doch Chaka Hirutu irrt. Die Gutschuss sind lediglich kleine Kinder. Nimmt man euch nicht an die Hand, ist euer Handeln unüberlegt. Und wie jedem Kind muss man auch euch den rechten Weg zeigen. Gehen müsst ihr ihn jedoch selbst. Den rechten Weg. Wie kann ich Hirutu von seinem Plan abbringen, die Piraten zu opfern? Du? Nein, Gucho. Du wirst ihn niemals davon abbringen können. Du bist noch nicht lange hier. Er wird nicht auf dich hören. Irgendwann vielleicht doch. Ich werde nicht zulassen, dass er die Piraten opfert. Wenn du willst, dass er deinem Rat folgt, musst du den Weg der Kiki gehen. Weg der Kiki? Ich verstehe kein Wort. Höre. Nur einer der hier aufgewachsenen Tonkas wird ihn überzeugen können. Ich bin nicht hier aufgewachsen. Vereine die Kraft des Panthers, die Weisheit der Schlange und die Geduld des Alligators. Okay, und was bringt mir das Ganze? Deine Aufgabe wird es sein, mir ein Haar von Tonka Makoto zu bringen. Was? Was für ein Sinn. Wozu brauchst du ein Haar von Makoto? Nur so ist es mir möglich, Voodoo zu wirken. So wird es dir möglich sein, ein hier aufgewachsener Tonka zu sein. Mit dem Haar werde ich dir eine Puppe anfertigen. In ihr liegt die Macht der Hike. Makotos Geist und Körper werden dir gehorchen. In seiner Gestalt wirst du unseren Häuptling von seinen Plänen abhalten können. Wir sollen den Häuptling reinlegen? Das klingt nach einem todsicheren Plan. Todsicher, hm?
Sage mir, wenn du bereit bist, diese Aufgabe zu erfüllen. Ja, wo ist er dann? Wo finde ich Makoto? Er bewacht den östlichen Eingang unseres Dorfes. Geh einfach die Stufen hinab und du wirst ihn finden. Was stimmt nicht mit deinem Dorf? Die Kieler sind in Aufruhr. Das Böse kommt zu uns und wir sind wehrlos. Wenn die Ahnen erzürnt sind und nicht mehr zu uns sprechen, haben wir die Quelle unserer Macht verloren. Es ist meine Aufgabe, die Hike wieder zu besänftigen. Und was musst du dabei genau tun? Ich soll das Zeichen der Ahnen erneuern. Doch es ist eine schwere Aufgabe für mich allein. Wie erneuert man das Zeichen der Ahnen? Es ist ein Zepter, gefertigt aus vielen wertvollen Gaben unserer Welt. Ein bisschen Kram sammeln sollte kein Problem sein. Das letzte Zepter wurde vor 100 Jahren gebaut. Und weiter? Es ist sehr aufwendig, die alten Rezepte zu verwenden. Wo ist das Problem? Ich muss noch Vorbereitungen treffen, um das Zepter zu bauen. Da bleibt mir wenig Zeit für die Beschaffung der Zutaten. Ich fürchte, es könnte für die Kieler zu spät sein, wenn ich meine Arbeit vollendet habe. Ich helfe dir. Ich besorge deine Zutaten. Das ist gut. Ich kann jede Unterstützung gebrauchen. Ich brauche ein besonders stabiles Spinnenbein für den Griff des Zepters. Eine schillernde Perle, ein Symbol aus Jade und das Herz eines starken Panthers. Es sind Dinge, die für die besonderen Kräfte der Hike stehen, mit denen man sie milde stimmen könnte. Wo man diese Gaben findet, steht auf den Ahnensteintafeln in unserem Dorf. Kannst du unsere Sprache gut schon? Ein bisschen. Oh, heißt das, ich kann auf dich zählen? Naja, ich kann's ja mal versuchen. Ah, gut. Dann geh zu den drei Ahnensteintafeln und versuche dein Glück. Wir haben die Ahnensteintafeln in und um unser Dorf herum. Naja, das kann ja was werden. Gut. Ich werde hier alles vorbereiten. Ich besorge dir ein Haar von Makoto. Tschi. Aber bedenke, Makoto wird es dir nicht freiwillig geben. Und woher soll ich dann eines bekommen? Die Früchte der Nacht haben es dir leicht gemacht. Und das heißt jetzt? Bahatis Bett wird dir die Antwort geben, Gucho. Mhm. Wegen der Zutaten für dein Zepter nochmal. Chi. Ich habe ein sehr stabiles Spinnenbein gefunden. Chi. Obwohl ich gar nicht weiß, dass ich das gebraucht habe. Das wird der Griff für unser Zepter sein. Super. Klasse, genial, ja. Okay, jedoch, muss ich dann, wie angekündigt, hier nochmal einen Stopp machen. Immerhin, für 3 Folgen hat's gereicht, sollte es reichen, ja, auf jeden Fall. Dann mache ich jetzt hier einen Cut und hier bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss.